Total recht herzlich willkommen. Sondersender NRW TV, Ultra HD Web TV hier in Nordrhein-Westfalen. Freie Presse. Ja, viele Kunden haben gefragt, ob man nicht ein Video machen kann. Ich sage, okay, mache ich, meine lieben Kunden. Hier ist das Video über DVB-T. Einige Kampagnen sind ja schon gemacht worden, aber diese Kunden haben leider kein Internet. Deswegen wissen die gar nicht, dass die Damen und Herren, die Jugend von heute, die Y-Gesellschaft im Internet 100 Pro auf sich selbst und Egomanie sich breit macht. Ich. So, denen ist es vollkommen egal, dass jetzt ab sofort das DVB-T 1, also DVB-T normal, aus ist. Denen ist das sowas von egal. Nur bei den ganzen älteren Kunden, die wir hier haben, ist es natürlich schade, dass die damit nicht klarkommen. Natürlich haben wir jetzt hier ein Terminal eingerichtet, wo diese Damen und Herren des Alters 60, 70, 80, 90, die damit nicht mehr klarkommen, hier freischalten. Wir zeigen denen, wie sie das freischalten können, durch ihre Karte, die sie da haben, und Freischaltcode. So, das ist es nämlich. Wir haben ab sofort DVB-T2. Alle, die DVB-T1 haben, haben hier halt schwarzes Fernsehen, also null, nichts geht mehr. Ja, null, nichts geht mehr, ist zwar alles schön und gut, der SPD ist das vollkommen egal. Wir leben ja in einer Zeit der Egomanie, des Ich-Seins, mach das doch selber, hast ein Problem, geh zum Anwalt. Wir sind uns alle einig, dass wir uns einig sind, dass wir uns streiten können. Wir können uns jetzt über DVB-T streiten, wir können uns jetzt über den Videoclip streiten. Und wenn der Streit eskaliert, hat jeder das Recht, sich einen Anwalt zu nehmen. So sieht es mittlerweile aus. Wenn man den Fernseher anmacht, hat man ja schon gar keine Lust mehr, den anzumachen. Aber total drauf verzichten muss ja auch nicht sein. Deswegen kam ich als Medienkanzler darauf mit der Kampagne Zwang HD. Ja, ich werde gezwungen, HD zu schauen, denn es war doch alles okay. Es war bis jetzt, bis zum 29. März 2017 war alles okay. So, der eine sagt, endlich ist es vorbei mit dem freien Fernsehen, ich muss ja zahlen. Nee, eben nicht, du musst überhaupt nicht zahlen. Derjenige, welcher der HD sehen möchte, hat sich freiwillig dazu bereit erklärt, das zu zahlen. Morgen, Grüße. Ich komme. Sei mal ein Foto von mir. So, eurem Medienkanzler, also meiner einer, ist es an sich total egal. Das ist hier ein Unternehmen, wir arbeiten, beziehungsweise wir verdienen unser Geld daran. Aber irgendwie, doch, sind wir ja auch solidarisch. Wir sind ein sehr kleines Unternehmen, wir sind jetzt nicht Mediamarkt Saturn, die sich jetzt satt, dumm und dämlich daran verdienen. Es kann ja nicht sein, dass monatlich 6, also mittlerweile 7 Euro statt 5 Euro bezahlt wird. Es wird ja nicht monatlich bezahlt, es wird einmal im Jahr bezahlt. Man hat ein Jahr frei, ja? Man hat auch daran gearbeitet, dass man jetzt 3 Monate gucken kann, 6 Monate gucken kann, 12 Monate gucken kann, ist klar. Man versucht ja mit allen Mitteln, sich aus dieser Bredouille zu bringen, dieses DVB-T einfach abgeschaltet zu haben. Es ging auch ziemlich ratzfatz, man hat uns nicht so informiert. Mittlerweile, und genau darum geht es ja, wir werden ja gar nicht mehr informiert. Information gleich null. Wir werden auf Tatsachen, klatsch. Ja, diese Regierung hat in Wirklichkeit eine ganz andere Idee, mit uns umzugehen. Wenn man sich das Ganze anschaut, auf der einen Seite Terrorismus, da fragt man sich, wieso uns kleinen Bürgern? Ja, warum nicht den Großen? Ja? Also das sind alles solche Sachen. Also heute ist wieder viel los hier. Morgen, Grüße. Morgen. So, heute war wieder mal richtig was los. Ihr wisst ja, der Medienkanzler unterbricht, sobald Kunden eintreten, mache ich diesen Bericht aus. Zwischendurch werden solche Videoclips gemacht für die, die immer fragen, so als Pause. Das heißt also so ein Pausenschnitt, wenn mal nichts los ist, kann man auf die Sachen eingehen, die die Kunden da so fragen. Da wir ja, wie gesagt, jetzt hier Terminals haben, Computereinheiten, wo die älteren Kunden dann später ihr DVB-T2 aufladen können, weil... Ja, das ist es ja. Man hat ein neuartiges Fernsehen, man hat eine neuartige Unterhaltung und viele sind der Meinung, dass das Internet der wahre Schlüssel, IPTV, Streaming und so weiter. Gut, mag sein, dass man sich jetzt wirklich umstellen muss. Das Wort muss ist so eine Sache. Ich muss an sich gar nichts. Natürlich kann ich sagen, ihr könnt nicht alle mal, ich mache da gar nichts mehr.
Gut, also mich lasst immer bitte raus. Ich bin ja nur derjenige, der das aufgreift. Meine Kunden, die jetzt hier öfters reinkommen und dann auch, wie gesagt, über das Fernsehen philosophieren, Mahlzeit. Auch richtig, weil es um reale Kunden geht. Reale Kunden, die kein Internet haben. Reale Kunden, die kein Smartphone haben. Die halt nur Fernsehen haben und dieses nutzen, Zweck Unterhaltung. Alte Menschen, die halt niemanden haben, außer ihre Technik, die sie gar nicht kennen. Viele haben halt uralte Geräte. Viele haben auch Flat gekauft, aber trotzdem ist in dem Flat kein DVB-T2 drin. Auch wir hatten Flats gekauft, die gar nicht mal so alt sind. Da ist DVB-T, also DVB-T, aber nicht DVB-T2 drin. Ja, also solche Sachen. Es gibt natürlich auch Vermieter, und da haben wir natürlich auch reichlich viel Ärger hier. Wir haben sehr viele Vermieter, die keine Sat-Anlage aufs Dach dulden, aus welchem Grund auch immer. Somit ist der Mieter gezwungen, dieses DVB-T zu nehmen. Er kann ja die Hausantenne nutzen dafür. Die Hausantenne kann man auch für DVB-T2 nutzen. Lasst also euch nichts einreden. Die Welle wird dort empfangen, nur der Receiver muss das H.265 umsetzen können. Es geht um die sogenannte Freiheit, tun zu dürfen, was man gerne möchte. Und diese Freiheit wird so langsam hier in diesem Gebiet Deutschland so ein bisschen weggehen. Und man kann nicht sagen, ja, woanders ist es ja schon, unsere Nachbarländer, das sind alles Schutzbehauptungen. Wenn irgendwas nicht in Ordnung gewesen wäre, da das Fernsehprogramm sowieso nicht, also die Freien haben ja durch Werbung, und die Werbung wird ja wirklich manchmal so stark eingesetzt, dass man den Filmgenuss kaum noch hat. So, jetzt habe ich also ganz viele, beziehungsweise ich nicht, aber meine Kunden hier, deswegen machen wir ja dieses Video, beziehungsweise ich mache das Video, um darauf einzugehen, dass sie nichts mehr sehen. Ich erkläre meinen Kunden tagtäglich, was auf sie zukommt, wie das funktioniert, dass sie hier, wie gesagt, einschalten können, dass sie auch ihr DVB-T2 gucken können, wie das funktioniert, dass sie einmal im Jahr, wie gesagt, das machen müssen, weil auf dem Monitor erscheint ja, sie haben nur noch so und so viele Tage Zeit, ja, da ist so ein Text erscheint, wo dann steht, dass sie nur noch so und so viele Tage Zeit haben, um fern zu schauen, ist man halt gezwungen, diese Karte zu kaufen, diese zu aktivieren, und dann kann man weiterschauen. Gut, es kann ja sein, dass viele dann sagen, gut, dann verzichten wir halt auf die Freien, die anderen, wie gesagt, sind ja schon auf Internet, die anderen sind auf IPTV, andere haben Zubringer über Kabel, über wie gesagt Telefonleitungen, Streaming etc. Also einige haben halt die allerneueste Technik. Viele haben ja auch mittlerweile Google TV, ja, indem sie da bei YouTube oder irgendwo was suchen, das dann drücken und dann auf ihrem Fernseher sich dieses anschauen können. Gibt ja viele bei YouTube oder MyVideo, Dailymotion auch, haben ja Spielfilme in voller Länge, die man sich dann angucken kann. Diese Wiederholung kostet dann halt nichts, ja? Nur halt der Anschluss, die 19,90 Euro oder 9,90 Euro, je nachdem, wo man da gerade seinen Vertrag hat. Also Internet muss man halt bezahlen, sonst kommt man ja da nicht rein. Und Telefon unbedingt muss man ja nicht haben. Apps gibt es ja genug, man kann halt auf einem Smartphone, haben wir ja da, kann man ja auch Fernsehen gucken, richtig. Auch im Smartphone kann man Fernsehen gucken. Schauen wir mal, wen haben wir denn da? Wir haben da einige drauf. Ja, Tagesschau zum Beispiel. Aber unter uns, warum soll ich die Tagesschau auf so einem kleinen Monitor hier mir angucken? Ja, ich kann abrufen Informationen. Ich kann den Bildschirm auch drehen, damit ich Querformat habe. Ne? Wenn läuft nicht. Also Film zeigt die Tagesschau mir da jetzt gerade nicht. Doch, da wird aufgebaut. Wie Dürfe, die kaum ein Türke Verständnis aufbringen wird. Ein niederländischer Polizeihund verbeißt sich in das Bein eines pro-türkischen Demonstranten. So, habe ich. Nachdem die türkische Familie.
Tagesschau ist klar, momentan ist die Türkei in den Wahlen verstrickt, die Deutschen sind in den Wahlen verstrickt. Ihr habt gesehen, wie schnell das jetzt ging, wie schnell Informationen abgerufen werden konnte, aber nur, wenn man halt Internet frei hat, also gekauft hat, also wenn man eine, also wenn man bezahlt, kann man alles gucken. So, hiermit kann man nämlich dann auch nur dann Fernsehen gucken, wenn das bezahlt ist. Ja, darf man nicht vergessen. Also wenn, deswegen, HD-TV-Zwang. So die Überschrift des Beitrages. Es ist traurig, dass die Älteren, wie gesagt, die Älteren sehen diesen Videoclip jetzt nicht. Vielleicht kann man ja einige von euch sensibilisieren und irgendwie doch, es kann ja nicht sein, dass da Werbung plus Bezahlen plus dauernde Wiederholung, das sind schon mal drei Argumente, die jetzt bezahlt werden müssen. Ja? Man hat, weil es ja frei war, hat man ja nichts gesagt. Ja? Gibt ja immer diese Schleifen, immer dasselbe, egal was. Ja, der eine Sender zeigt von morgens bis abends immer Iron Man, Atlantis, Enterprise, ja, in dem Dreh. Ja. Andere zeigen nur Enterprise, Star Wars, Atlantis. Ja. Andere zeigen, wenn man Bezahlfernsehen hat, ATN zum Beispiel, TNT, Universal und wie die alle heißen. Die zeigen natürlich Filme oder Serien aus Australien vielleicht, aus England, aus Irland. Gut, das ist mal was anderes, weil das sieht man ja dann nicht so. Dann kann man sagen, gut, jetzt habe ich halt dafür bezahlt und kann mir Serien anschauen, die so in öffentlich-rechtlichen oder in den Pay-TV nicht so gezeigt werden. RTL hat ja seine eigenen, Katzenberger und so weiter. Ja, dafür zahlt man halt. Gut, wie gesagt, vielleicht kommt ja auch irgendwann mal Facebook mit Fernsehen, das sogenannte Facebook-Fernsehen, das war da, keine Ahnung, also Herr Zuckerberg wird sich sicherlich irgendwas einfallen lassen, um da noch mehr Geld zu machen. Ja, das ist eben so. So, wie gesagt, an alle Facebook- und YouTuber, Y-Gesellschaft, die Freiheit trotzdem. Die Freiheit, die wir kannten, also wir 50, 60, 70, 80, 90, wir hatten doch eine Menge Freiheit. Und hatten auch eine schlimme Zeit. Die Zeit ist immer auf irgendeine Art schlimm. Da können wir nichts ändern. Wir können auch nichts an unserer Gesundheit ändern, wenn die Krankheit naht. Wenn plötzlich Krankheit auftaucht, kann man nur versuchen, die herzubekommen, dass man dagegen vorgeht, dass man mit dieser Krankheit lebt und all solche Sachen. Und so ist es halt auch mit dem Fernsehen. Man muss halt lernen, mit den neuartigen Sachen zu leben. Ja, wie gesagt, man kann ja auch im Smartphone Fernsehen gucken oder eine Information abrufen, aber es geht nur dann, wenn man einen Internetzugang bezahlt hat. Ja, zum Beispiel eine Internetflat hat. Ja, dann kann man das abrufen, sonst geht das nämlich auch nicht. So, und unseren älteren 60, 70, 80, 90-Jährigen, die auch kein YouTube so dermaßen sich anschauen, noch einmal, wir haben dieses Video, beziehungsweise ich habe ja dieses Video als euer Medienkanzler gemacht, auf die Resonanz meiner Kunden. Ja? Meine Kunden, wie gesagt, verstehen es nicht, dass sie das freischalten müssen und wie sie es freischalten müssen. Da ja bei uns die Werbung draußen an den Fenstern nun mal zu lesen, kommen die natürlich rein und fragen, haben sie mal das da mit dem Fernsehen, wie funktioniert das? Ne? So. Wir machen ja nicht nur Überspielungen, Aufzeichnungen, sondern auch Beratungen. So, und die Beratung ist momentan halt mehr wie die Überspielungen oder Aufzeichnungen. Im Moment ist halt wieder viel los in der Welt der Finanz. Da spielt sich jetzt im Moment vieles ab. Und wenn man dann so mitbekommt, dass so SGB-II-Kunden, also Kunden, die nicht so viel Geld haben, aber wenigstens Fernsehen schauen möchten, sich unterhalten lassen möchten, weil irgendwo muss die Zeit ja hin, ja. Ja, richtig. Und dafür gibt es ja halt diese merkwürdigen Sendungen, die auch meiner einer sich nicht anschaut. Also ob das Revier ist, Alarmstufe oder keine Ahnung, wird nicht geguckt und die bezahlt Fernsehen schon mal gar nicht, weil die Werbeblöcke
mich persönlich nerven. Also ist mir zu viel Werbung. Alle 15 Minuten da, keine Ahnung, hört nicht auf, zu viel Werbung. Sondern dafür soll ich jetzt obendrein auch noch bezahlen. Also Werbung in HD ist genauso schlecht wie Werbung im Standard-Digital. Ja, Werbung ist Werbung. So, und ihr müsst alle entscheiden, ob ihr das alles so toll findet, dass man euch so die Freiheit wegnimmt, die Freiheit der eigenen Entscheidung. Die Freiheit der eigenen Entscheidung, ich entscheide mich jetzt für Amazon TV, also kaufe mir den Stick und guck, Feierabend. So, wenn mir der aber irgendwann mal aufgedrückt wird, ich muss den haben, weil sonst anders nicht funktioniert, dann stimmt was mit der Freiheit nicht. Dann kann ich mich nicht frei entfalten, ich kann nicht frei bestimmen. Nee, will ich nicht, ich will jetzt was anderes haben. Darum ging es überhaupt in dieser Kampagne. Und da ruft auch schon der Boss wieder an. Meine lieben Freunde, ihr seid immer noch im Star Wars Launch und so weiter und so fort. Das Video ist jetzt aus. Es ging um dieses freie Fernsehen. Ich gehe zum Boss, ich gehe zu Darth Vader und dann schauen wir mal, was da so los ist. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurem Fernsehen. Ja, Fernsehen, was bezahlt werden muss. Musste ich doch einen Beitrag nachschieben. Einige Kunden kamen rein, denen wird sogar das DVB-C-Netz, das analoge Einspeisenetz über Kabel, am Juni 2017 hier in Nordrhein-Westfalen auch gekappt. Ja, einige sind bei Unity Media und die Firma Unity Media stellt dem Kunden einfach mal das DVB-C-Netz ab. Also DVB-T sind ja die frei empfangen konnten und DVB-C sind die einen Fernseher haben, wo das eingearbeitet und wo man dann das Kabel anschließt und dann Fernsehen schauen konnte. Also das wird auch abgestellt. Also wenn kein Kunde oder kein Zuschauer jetzt bemerkt, dass doch vieles umgestellt wird, um noch mehr Geld zu machen. Diesen Beitrag wäre nicht, also dieser Beitrag wäre überhaupt nicht, und ich hätte persönlich gar nicht daran gedacht, diesen Beitrag zu machen, wenn wir nicht alte Serien nicht in HD empfangen. Die sind immer noch so. Es steht da oben HD, ja. A-Team. Wer A-Team sieht, 4:6, ja. Kann er sich anschauen, oder 6:4. 640 Umsetzungen da und nicht in HD. Auch nicht irgendwie schön. Zum Beispiel, war jetzt nur ein Beispiel, der alten Serien, auch Enterprise etc., die nicht hochgezoomt auf 16:9, sondern wirklich 6:4 im Fernseher noch zu sehen. Dafür zahlt man, also man zahlt jetzt für DVB-C Netz, man zahlt für das DVB-T2 Netz und man sieht, wie gesagt, Werbung plus alte Serie plus bezahlen. Ja, wer also, jetzt kommt's, andere, also ich habe mich gerade schlau gemacht, ja, das lineare Fernsehen stirbt, also der normale Fernseher stirbt. Ja, gehen wir dann in die Steinzeit zurück, gucken wir jetzt nur noch auf Handy, auf Laptop, wenn da, also ich weiß nicht, ich habe keine Lust hier einen Laptop in die Hand zu halten, da im Fernsehen zu gucken, meine Serie mir anzuschauen etc. Gut, zwei Serien laufen ja momentan auf den Öffentlich-Rechtlichen. Das ist einer Rosenheim-Cop dienstags um 19:30 Uhr, zweites deutsches Fernsehen. Und im ARD einen Tag später um 18:15 Uhr Heiter bis tödlich oder Hubert und Staller. Früher hieß es in den ersten Staffeln Hubert und Staller von TMC produziert. Dann hieß es Heiter bis tödlich. Ja, Hubert und Staller gehörten dann zur Krimiserie. Einige Kabelanbieter, auch Sky, bietet unter Krimi die Rosenheim-Cops an. Also wenn euch das alles nicht so auffällt, dann weiß ich es wirklich nicht. Also Sky muss bezahlt werden, dann könnt ihr euch die Rosenheim-Cops ansehen. Im zweiten deutschen Fernsehen könnt ihr kostenlos das ansehen. Hi. Copy, Mann. Ja, ich komme. Wie gesagt, die Kunden. Wir reden mit den Kunden und die Kunden haben mich angesprochen. Wie gesagt, die Kunden, die hier sprechen, schauen kein YouTube.
Aber wie gesagt, denen fällt es auf. Einige haben sogar einen neuen Flat gekauft für vor 4-5 Jahren. Einen richtig schönen, und auf einmal stellen sie fest, dass die DVB-T2 gar nicht drin eingebaut. Und DVB-C, wie gesagt, abgestellt. Und deswegen kam das. Also dadurch kam jetzt dieses hier, dass einige doch da als Firmen anfangen abzuzocken. Wenn also HD und wenn doch eine Umstellung, dann hätten doch die Freien so umstellen müssen oder hätten sollen. Ja, müssen, keiner muss was. Also wenn die Freien von selber hätten gesagt, okay, wir stellen jetzt um, jeder muss bezahlen, der HD sehen will, sondern er wird jetzt HD sehen, weil wir nur noch HD senden. So. Und dann hätten die gesagt, gut, dann kommt die Werbung davor und danach nicht mehr da rein. Dann hätte man gesagt, ey, toll, endlich kann ich meinen Film in Full HD sehen, ohne gestört zu werden. Aber nein, stellt euch mal vor, Herr der Ringe, auf RTL 1 oder 2 oder Super RTL läuft plötzlich Herr der Ringe, ihr wisst wie lang, und alle 15 Minuten da hauen die da wieder Werbung rein und ihr zahlt jetzt obendrein noch mal für Herr der Ringe. Da lohnt es sich doch lieber, Herr der Ringe auf DVD oder Blu-ray zu kaufen und dann in Ruhe zu genießen. Ja, verändert sich, okay, es verändert sich eine Menge. Mit dem Fernsehen fängt es an, die meisten meutern schon, aber wir haben noch zig Prozent an Bürger, die kein Internet, kein Smartphone, und denen nimmt man doch eine Menge weg. Ich sehe hier auch gerade tolle Fotografen, die ihre Arbeit da wieder guter Dinge vermacht haben. Ivo Kyuju. Okay, drücken wir mal wieder weg. Wie gesagt, ihr YouTuber, die den Beitrag jetzt sehen, ihr Facebook, also ihr, die im Netz seid, ihr denkt eh anders darüber, aber das hier ist, wie gesagt, ein Beitrag für die normalen Kunden, die also, wie gesagt, kein DVB-T2 haben oder es kaufen müssen. Der Ursprungspreis, der erste Tag des Fernsehens kostet dann um die 150, wenn nicht sogar 180 Euro. Denn die Karte müsst ihr bezahlen im Voraus, 69 Euro, und das Gerät kann also 100, 150, also wenn ihr was ordentliches haben wollt, was nicht so schnell kaputt geht, kann das 150, 180 Euro kosten. Ja. Hallöchen! Eine Frage dennoch, wer soll das alles bezahlen? Spalten wir die Menschen doch noch in, also wir haben die Menschen schon in drei Gruppen gespaltet, reich, superreich, arm, superarm, ne, merkt ihr schon, da gibt es auch schon mittlerweile Differenzierung zwischen reich und arm, und die Schere hier in NRW, die ist ja schon fast am Ausklingen, also die gibt es schon gar nicht mehr, die bricht schon auseinander, die Schere zwischen reich und arm, also superreich, reich, mega reich, genial reich, ultra reich, also unendlich reich. Und auf der anderen Seite dasselbe in der Armut. Es gibt auch unendlich Arme. So, und wenn man in diesem ganzen Reichtum, jeder will ja in diesem Reichtum mitschwimmen, die Armen und wirklich die ganz Armen vergisst, ja, es kann ja nicht sein, dass einige überhaupt nichts mehr haben später und andere alles. Okay, da kann ich jetzt dem Kunden auch nicht so, ich habe da gerade, deswegen mache ich gerade weiter. Reich, nicht reich, superreich, gar nicht reich, arm, überhaupt nicht arm. Und wichtig ist doch die Kommunikation und wichtig ist doch die Bildung und wichtig ist doch die Freiheit. Die Freiheit in der eigenen selbstständigen Entscheidung. Selbstständig entscheiden, ob man was möchte oder ob man was nicht möchte. Aber dieses sogenannte Heimlich-Diktat, dieses Heimlich-Diktieren, tja, wenn das Produkt, ich meine, man muss das Produkt von Unity Media ja nicht kaufen, man kann ja irgendwie anders. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, ich bin bei der Telekom und die Telekom hat so heimlich, also ich hatte ganz schlechtes Bild, also gefiel mir überhaupt nicht, war ziemlich milchig und so. Und irgendwann, auf einmal, gestochen scharf. Da hat die Telekom also irgendwann mal dieses analoge auf normal, digital, also
Standard digital umgeschaltet und es war bombig. Und diese Zusatzprogramme in HD sind, die haben zwar Qualität, das ist richtig, die sehen super aus, aber was habe ich davon, wenn mir dauernd die Werbung um die Ohren gehauen wird? Gut, wenn man bei der Telekom ein großes Paket kauft, Big Picture, da hat man natürlich viele andere, die also nicht die Werbung in die Filme, sondern davor und danach und auch die Filme komplett auslaufen lassen und dann erst mit ihrer eigenen Werbung beginnen, von ihrem eigenen Sender, was sie da an Filme zeigen wollen, ATN zum Beispiel oder TNT oder Universe. Das sind so Fernsehanstalten, die das richtig machen, die zeigen einem den Film. Den Film kann man in vollem Genuss genießen und dann kommt erst Werbung. So, wenn das RTL und Co. auch gemacht hätten, dann wäre dieses Video nicht entstanden. Das wirklich jetzt zum Schluss. DVB-T wird abgestellt, richtig, aber auch DVB-C, das C-Netz, wird auch abgestellt. Um das mal klarzustellen, ab Juni, Juli bezahlen sehr, sehr viele für das Fernsehprogramm. Und ob das alles so gut ist, ist eure Sache. Ne? Ich habe mich frei entschieden, wie der Tag X war, schon sehr lange her, wo das HD gesendet wurde, wollte ich es unbedingt sehen. Daraufhin habe ich 5 Euro im Monat bezahlt, auch über Satellit, habe mir ein teures HD TV Plus Gerät gekauft, um die Karte da einzuführen. Die Karte habe ich dann jedes Jahr bei Mediamarkt und Saturn gekauft für 60 Euro. Mittlerweile kostet sie 69 Euro. Ja, überlegt es mal, wie teuer Fernsehen wird. Für die paar Minuten, die wir gucken, sehnen, staunen, so richtige Fernsehserien sehen wir ja nicht mehr. So richtig viel Spaß macht Fernsehen auch nicht mehr. Und gut, wir müssen uns halt umstellen oder wir möchten das lineare TV-Programm weiterhin haben, aber dann ohne Werbung, sagen wir mal. Wie gesagt, entscheidet euch, ab April werden wir ja merken, was los ist. Ne? Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Das Wetter ist ja genial. Und einige, die am Wochenende den 12. auf den 13. oder vom 11. 12. 13. da mit Kreislauf zu tun hatten, Kopfschmerzen und so, da lag was in der Luft richtig. Wir hatten sehr viele Ärzte hier. Ich hatte das große Vergnügen auch, um 3 Uhr aufgestanden, dann wieder zu Bett und dann auf einmal bekam ich ja auch mit dem Kreislauf. Also fand ich nicht gerade sehr lustig. Aber jetzt bin ich beruhigter, weil sehr viele das hatten. Und lag also irgendwas in der Luft. Jetzt kommt mir nicht mit diesen Shame Trails da, mit den Flugzeugen, die uns da irgendwie einnehmen. Keine Ahnung, was vom 11. bis zum 13. hier in Nordrhein-Westfalen war in der Nacht. Es stimmte was nicht. Einige hatten damit zu tun, ich auch. Kreislauf, der ging aber sowas von ab. Ja, also es war schon nicht normal. Also man musste sich wirklich zusammenreißen, weil das wirklich nicht normal war, das mit dem Kreislauf. Wie gesagt, das mal dazu, die jetzt also auch dasselbe hatten. Ne? Kreislaufprobleme hier in NRW mit Kopfschmerzen, mit leichten Kopfschmerzen. Ich bin sehr oft angerufen, mir geht's nicht so gut und so. Wie gesagt, ich persönlich hatte es auch, diesen Schwindel, ne? Fand ich dann nicht so lustig. So. Aber da das jetzt nun mal so ist, müssen wir mit leben und wollte nur gesagt haben, ihr seid nicht alleine, wenn euch was passiert. Vieles passiert und das erkennt man dann erst dann, wenn die Kunden kommen, Kunden darüber sprechen, dann weiß man, aha, da lag was in der Luft. Also zwischen den 11. und 13. war sowieso eine Mac, war viel los, ja, mit in Nordrhein-Westfalen Nachrichten habt ihr ja verfolgen können. Ich habe es mir auch gerade nochmal angesehen, was so in den Niederlanden los war, was hier in der Stadt Essen los war, am Limbecker Platz wegen der Bombenwarnung, Oberhausen und so weiter, Zentrum. Also war eine Menge los. Also euer Medienkanzler hier, Freie Presse, NRW, lokal, Stadt Essen, hat mal wieder versucht zu berichten, was jetzt hier so einigermaßen los war.
draußen herrscht so um 17, 18 Grad. Ist kein Scherz, wenn man rausgeht. Also verstehe also schon mit Kreislauf und ich verstehe also schon diese Umschwünge. Heute Morgen war 5 Grad Sonne und man hat gefühlte 1 Grad gehabt. Jetzt hat man angeblich so 17 Grad, gefühlte 15 Grad. Also wenn man draußen so steht, die Sonne prallt auf einem. Ja, man merkt, da kommt was auf uns zu. Krankheitswellen, Kreislauf, Gesundheit, Erkältung, also eine Menge. Also eine Menge Viren schwirren hier in der Luft herum. Wir wollen hoffen, dass nicht Schlimmeres in der Luft hängt, weil noch nur wenige an diesem Kreislauf und an diesem Kopfschmerz erkrankt waren und sind. Aber es kann ja sein, dass da was Schlimmeres kommt. Wollen wir nicht hoffen. Wollen wir hoffen, dass alles besser wird, schöner wird und dass wir auch mehr Spaß haben. So, das war aus unserem Studio. Frisch bei YouTube und Facebook. Ich wünsche euch alles Gute und bleibt im Sondersinne Ultra HD Web TV gewogen, wie wir euch gewogen bleiben. Und an alle Kunden, die durch Zufall dieses Video sehen, wie gesagt, Themen greifen wir auf, über Themen sprechen wir und wenn welche mitmachen, sind sie sogar auf laufender Kamera hier mit im Studio dann verwoben und wir arbeiten dann gemeinsam daran an die Themen, aber bis dahin mache ich es allein. Euer Medienkanzler. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Macht's gut.